Fantastic. Hallo, willkommen zu Sneak Peek Nummer 4 und Sneak Peek Nummer 4 ist... sind die Friendly Wars, die Freundschafts-Clan-Kriege, die endlich hinzugefügt werden. Viele hatten sich gewünscht. Wir werden in dieser Folge mal drauf gucken, wie es denn aussieht, wie sie aussehen, wie man sie startet, wie man sie annimmt, was es genau damit auf sich hat. Das werden wir alles erfahren. An der rechten Seite seht ihr schon die Informationen dazu. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreibt und... Okay, was ist es? Man kann andere Clans herausfordern. Man kann andere Clans herausfordern über das Clan-Profil. Eine Challenge akzeptiert dann der andere Clan im Chat. Das werden wir auch noch sehen. Dann, du kannst einstellen. Willst du überhaupt Challenges akzeptieren? Also kannst du einen ausmachen? Möchtest du sie zu deinem Warlock hinzufügen? Also haben wir da ein paar Einstellungen, die wir vornehmen können. Und wir gucken da jetzt mal sofort mal drauf, wie das dann aussieht, wie man einen Clan überhaupt herausfordert. Also, ich habe das jetzt mal ein bisschen reingezoomt. Challenge, da ist der Button, der ist neben dem Warlock-Button. Das sehen wir jetzt, das ist quasi, ich glaube, das ist sogar unser... Das ist unser Gegner-Clan, genau. Das ist unser Gegner-Clan, den möchte ich jetzt herausfordern. Das bedeutet, wenn ich ihn herausfordern will, klicke ich da drauf. Und dann werden wir jetzt gleich auch sehen, wie das dann aussieht im Chat, wenn ich das denn gemacht habe, dass du dann quasi, dass alle sehen, dass ein Clan herausgefordert wurde. Da sehen wir das nämlich jetzt, ne? War Challenge sent to FW Test 2. Also eine Stunde ist jeweils, also eine Stunde ist das Minimum und 24 Stunden ist das Maximum. 5 gegen 5 bis 50 gegen 50, also relativ cool. Und das Geile ist, die Truppen bleiben am Leben. Die Truppen bleiben am Leben und das ist eigentlich schon ganz cool. Ihr habt wahrscheinlich jetzt gesehen, dass meine Truppen gerade anders waren, aber das ist im Grunde für diese, für die Friendly Challenge ist das total irrelevant. Und da sehen wir es jetzt. Friendly War steht oben links und im Grunde genommen ist das jetzt wie ein normaler, man kann sich vorstellen wie ein normaler Clankrieg, außer dass du halt wirklich den Clankrieg arrangieren kannst, dass du dir quasi den Gegner ja aussuchen kannst, dass du einstellen kannst, wie lange soll Vorbereitungszeit und Kampftag sein. Und ja, dann sieht's aus wie wirklich wie ein ganz normaler Clankrieg. Da sehen wir es ja gerade, da ist mein Dörfskin und der Clankrieg startet dann jetzt quasi. Und dann gucken wir mal drauf, wie das Ganze denn dann so aussieht. So, ist jetzt noch 23 Minuten und ein bisschen gewurschtelt Restzeit. Wie gesagt, das sind alles jetzt, dadurch, dass ja andere Leute das jetzt hier auch aufnehmen, ist das jetzt quasi alles so ein bisschen durcheinander. Aber im Grunde genommen, ja, was will ich sagen? Kannst du dann natürlich gucken, du kannst die Dörfer scouten, du kannst die Truppen machen, die dann natürlich leben bleiben. Das ist auch cool. Die Truppen sterben nicht, wenn du angegriffen hast. Es gibt allerdings auch keine Clan-XP für deinen Clan-Krieg. Deswegen wollen wir natürlich jetzt gleich noch einen Angriff machen, den ich jetzt mal eben gucke. Ich glaube, wir nehmen mal den Ajax hier mit. Ich will nämlich ganz gerne mal die Level 6er Drachen testen in diesem Angriff. Und ja, da können wir noch ein bisschen noch reden über den Clankrieg auf jeden Fall. Und wie gesagt, schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich finde das ein sehr, sehr cooles Feature. Wir sehen das jetzt hier. Ich hab nur 230 Truppen. Mir fehlen 10 Trypskis. Das heißt, wir müssen noch auf jeden Fall einen Baby Dragon machen. Und ja, du kannst hier auch in dem, das ist das Geile, du kannst hier in dem Übersichtsscreen, kannst du auch deine Truppen machen, ne? Du musst nicht wieder zurück in dein Dorf, du kannst sie hier machen. Und da sehen wir das jetzt ganz normal, wie ihr das auch gewohnt seid. Ich habe jetzt zwar keinen, Zauber dabei von der Clanburg, das ist jetzt aber auch im Grunde scheißegal. Wie ein normaler Clankrieg, halt wie gesagt, keine XP, allerdings Truppen bleiben am Leben. Eine Stunde ist das Minimum vom Vorbereitungs- und vom Kriegstag. Kannst du einstellen? Werden wir jetzt gleich, werde ich auch noch einblenden, wie das geht. Ich blende das jetzt, glaube ich, mal eben ein. Und dann werdet ihr sehen, wie das dann aussieht, wenn du das einstellen kannst. Ja, die Dauer, ne? Die Dauer des Clankriegs. Kannst du alles einstellen. Und das werden wir jetzt dann gleich auch noch, oder beziehungsweise ich blende es ein, damit ihr das natürlich auch seht. Damit ihr alle Informationen bekommt, die ihr braucht. Oh, ist schon ganz cool. Also ich kann ja mal meine ganz persönliche Meinung sehen, während jetzt hier der Angriff noch von mir durchläuft. Mal eben überlegen. Es ist so, erstmal noch zum Angriff. Ne? Wir versuchen jetzt natürlich erstmal mit den Baby Dragons hier ein bisschen wegzumachen. Das ist wirklich mein Angriff. Also ihr seht es ja oben selber, das bin ich selber, der angreift. Erstmal ein bisschen das Gerümpel wegmachen. Da sehen wir übrigens die Bombentürme auf Level 4. Ja, ist natürlich jetzt eigentlich für so einen Drachenangriff nicht ganz so optimal, dass ich jetzt so einen, dass ich jetzt einen Lava-Hund drin habe. Naja, was will man machen? Lava und Level 3 habe ich, glaube ich, drin gehabt und ist, wie gesagt, einfach nur mal so zum Testen. Soll jetzt nicht irgendwie so der super taktische Angriff sein. Einfach, um mal nur euch zu zeigen, wie so ein Angriff aussieht in einem Friendly War, in einem Friendly Clan War. Und ich hab lange darauf gewartet, dass das kommt. Und sie sagen auch selber, es soll so ein Feature sein, was uns als Spielern ermöglicht, auch mal so ein paar Turniere zu organisieren, besser zu organisieren. Diese Clankriegsturniere, das ist so ein richtiger Schritt in die Richtung. Und wir haben jetzt, glaube ich, haben wir schon 2 Sterne geholt. Jetzt haben wir 2 Sterne geholt. Und ich muss sagen, ich habe sehr lange drauf gewartet. Ich finde es richtig cool, wird auf jeden Fall das Spiel noch so ein bisschen pushen. Freue mich sehr darüber.
muss man ganz ehrlich sagen, dass, ja, haben sie wirklich mal auf die Community gehört, was die Community denn wollte. Sie haben ja gesagt, Kleinkriegsturniere und so weiter. Na klar, die Community wünscht sich viele Sachen, das sind natürlich nicht alle Sachen auf einmal umsetzbar und ja, es ist schon ganz cool. Vor allem auch, dass deine Truppen am Leben bleiben, dass du halt, ja gut, klar, du kriegst keine Clan-XP, das wäre aber ansonsten auch, das ist einfach auch nicht umsetzbar, sagen wir mal ganz ehrlich. Das ist nicht umsetzbar und natürlich auch für uns wahrscheinlich sehr gut, dass man das ausstellen kann, dass man da nicht herausgefordert werden kann, weil ich nämlich ziemlich davon überzeugt bin, dass uns 1 Milliarde Clans herausfordern werden und da du das ja im Chat siehst, würde das wahrscheinlich ziemlich eskalieren, wenn dann auf einmal 1 Milliarde Challenges da kommen würde, aber es bietet viele Möglichkeiten. Das kann ich jetzt schon mal sagen, es bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, die ich natürlich auch dann gerne ausschöpfen möchte. Das werden wir da aber dann sehen, wenn das Update kommt. Das weiß ich noch nicht, wann das sein wird. Müsst euch wirklich mal überraschen lassen. Will ich jetzt auch nichts, will ich auch keine Spekulation jetzt in den Raum werfen. Wir gucken jetzt nochmal eben den restlichen Angriff hier an. Die Königin ist immer noch am Leben, allerdings wird sie wahrscheinlich gleich von dem Bogenturm noch... jetzt wird sie schon ins Visier genommen. Dann ist das auch Geschichte. Da gucken wir uns gleich noch die Statistiken an des Clan Wars. Das ist alles gleich geblieben. Also da gibt es keine Veränderungen. Jetzt sehen wir das hier noch. 19 Minuten sind noch Rest. Wirklich, die Zeit ist auch irrelevant, weil ich noch auch was zusammengeschnitten habe. Also da auch nicht wundern, wenn es vielleicht mal zeitlich nicht ganz passt. Allerdings wirklich die Informationen rechts sind richtig. 1 Stunde Minimum und ja, 5 gegen 5 bis 50 gegen 50 arrangierter Wurf. Wie geil ist das denn, oder? Hier sehen wir das jetzt. Tags und so weiter. Hier siehst du wieder natürlich, wann wer angegriffen hat, wann der Krieg gestartet wurde, wann der Erste angegriffen hat und so weiter und so fort. Also, da sehen wir es jetzt auch wieder noch, ne, in dem Profil. Da sehen wir die Angriffe, da sehen wir das Gegnerding. Jetzt sehen wir doch mal hier die Übersicht. Also, alles wie gehabt im Grunde. Und ja, das war so, im Grunde waren das jetzt so die Grundzüge des Sneak Peeks, also Friendly Wars. Als ich es gesehen habe, ehrlich gesagt, als ich mitbekommen habe, dass es kommt, ich hab mich echt gefreut. Ich glaube, neben dem neuen Truppentraining war das so das Geilste, was es hier gab. Weil ich wirklich lange drauf gewartet habe und ich würde mich mal sehr, sehr freuen, wenn ihr wirklich eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreibt. Viele, weiß nicht, wer spielt noch Clash of Clans und wer freut sich da drauf, wer sagt vielleicht gibt es auch einige, die sagen, na, das ist jetzt nicht so cool, aber ich persönlich finde es sehr cool und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns später wieder, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, abonnieren natürlich nicht vergessen für mehr Clash of Clans, Clash Royale und andere Mobile Games hier bei uns auf dem Kanal. Macht's gut, tschüss.